Guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem Videoclip erläutern wir Ihnen die Funktion des Tecumec Jolly Kettenschärfers mit automatischer Fixierung der Treibglieder. Das heißt, Sie sparen hier einige Handgriffe pro Sägezahn. Das macht Sinn für Sie, wenn Sie viele Ketten schärfen müssen. Im oberen Bildschirmbereich sehen Sie den Hydraulikzylinder, der den Support zusammenpresst. Dazu müssen Sie vorne mit dem Handrad die Treibgliedstärke einstellen und dann ergibt sich die Breite der Nut, in die die Sägekette genau hineinpasst. Die Bemaßung auf dem kleinen schwarzen Handrad ist in Zoll. Schauen Sie dazu bitte auf den Karton Ihrer Sägekette, um Ihr Maß festzustellen. Zuerst wird der Zahnbrustwinkel eingestellt, in der Regel 30 Grad von der senkrechten oder von der waagerechten 60 Grad, anschließend an der hinteren Klemmschraube fixiert. Der Zahndachwinkel, dazu wird der Support geschwenkt zwischen 25 und 30 Grad nach links oder rechts. Wenn Sie eine Vollmeißelkette haben, haben Sie auch noch einen Hinterschliff, der plus oder minus 10 Grad beträgt. So, wenn alle Winkel eingestellt sind, können wir uns ans Schärfen begeben. Sie sehen, die Schleifscheibe wird heruntergezogen, die Sägekette und jeder Sägezahn bewegt sich nicht mehr, weil er automatisch beim Herunterwippen des Schleifkörpers gespannt wird. Nächster Sägezahn, beim Herunterziehen der Schleifscheibe wird die Kette automatisch gespannt. Sie sparen sich bei jedem Sägezahn zwei Handgriffe. Kette vorziehen. Schleifscheibe runterziehen, Kette wird automatisch gespannt. Sie sehen hier das stufenweise Schleifen, was den Sägezahn kühlt. Noch einmal, stufenweise Schleifen, nicht in einem Vorgang durchziehen, sonst wird Ihnen möglicherweise der Sägezahn blau und glüht aus. Nachdem jetzt alle Zähne der rechten Seite geschliffen wurden, ändern wir die Seite und schwenken dazu den Support für die linken Zähne. Einstellen auf 25 oder 30 Grad, bei Vollmeißelkette, so wie Sie es hier sehen, nach plus 10 Grad vorschieben. Etwas Genauigkeit ist da wichtig. Dann den Support wieder anklemmen, fertig und das Schärfen kann beginnen. Wenn Sie das Schärfen oder das Arbeiten an diesem Kettenschärfer mal mit anderen Kettenschärfern vergleichen, sehen Sie, dass Sie weniger Handgriffe notwendig haben. Das wird sich bezahlt machen, wenn Sie viele Ketten schärfen müssen. Schauen Sie sich dazu vielleicht einmal die Videoclips zu den anderen Kettenschärfern an, die Sie hier auf unserer Seite finden.